Na los, Jungs, ihr teudelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Commodores. Ist das klar? Hi, Sir. Der hinterhältige Bastard. Und sollte dem Commodore die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bald tot im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Commodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Aha, Ding. Commodore zu töten ist natürlich auch ein, na, ich mag mal sagen, sportliches Unterfangen. Ach, wie ich das liebe. Dieser englische Dialekt. Ach, Ubisoft, ihr macht echt nichts. Also, oder zumindest sehr wenig verkehrt. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Champion. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Was denn? Ich wollte gerade sagen, müssen noch mindestens zwei Prostituierte durchgekommen sein. Okay. Immer noch die Wache verfolgen, also. Ihr da, folgt uns und kommt an Bord. Der Commodore hat eine Aufgabe für euch. Hi, Sir! Stop! You lost a clear shot! You! Nein! Du setzt mich rein! Alter. Ich hörte, wie der Commodore über Rogers schimpfte, ihn halten lassen und sonstige Dinge. Warum streiten die beiden denn so? Du willst doch nicht den Zorn des Gouverneurs auf dich ziehen. Er ist irgendwie komisch. Ja, ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Commodore. Sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. Wäh. Nein. Der ist ja direkt in der Nähe. Natürlich. Ah, ich muss mal eben. Nein, wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Scheiße. Es ist, ich wiederhole es nochmal, Nassau war gerade eben noch die Piratenhochburg. Und ehe du dich hier versiehst, ist alles voll. Voll mit diesen ekelhaften Wachen, wirklich. Na, hoffen wir mal, dass sie sich nicht umdrehen. Damit ich zumindest bis zum ersten Gebüsch komme. Ich probiere das mal eben schnell. Und das ist kein Gebüsch, sehr gut. Hm? Shit. Eieiei, okay. Also noch hängen wir zumindest gut dran und sind ganz nah anscheinend an dem Schiff von dem Commodore.
Komm schon hin. Ja, gut. Ich bin enorm angespannt, aber es hat auch zumindest was gebracht. So, da oben ist er. So, und dem werden wir uns natürlich auch noch widmen. Ja, komm, wir gehen außen rum. Die sollen uns nicht weiter interessieren. Ja. Ich meine, der Commodore, er kann sich ja jetzt nicht mehr... Ich meine, so viel Handlungsfreiheit hat er ja nicht mehr, wenn er jetzt da oben auf dem Schiff ist. Ich glaube, da muss ich doch einfach nur zusehen, dass es mich nicht erwischt. Sehr gut. Den Großen sollten wir im Sprung erledigen. Nein. Sehr gut. Aua, eieieiei. Wie mir doch so gerade ein bisschen die... Nein. Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Commodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiterzureden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Wurm. Euch alle. Okay. Die Frage ist, ob ich jetzt gleich noch auf dem Schiff sein werde, wenn wir hier durch sind. Luftattentat. Aber das Problem ist, die werden einfach... Also gerade solche interessanten Nebenquests werden einfach zu spät eingeblendet. Wow, schnell weg hier. Sehr gut. Na klar, das ist jetzt noch ein bisschen... Das muss ich ein bisschen schwimmen. Aber das ist durchaus ein Opfer, was ich in Kauf nehme. Wir können ja mal tauchen. Achso, okay. Also es ist kein freies Tiefseetauchen, was wir hier machen können. Schade eigentlich. Hätten sie jetzt den zumindest diesen anfänglichen Meeresgrund auch noch so ein bisschen ausgebaut, das wäre, glaube ich, richtig geil gewesen. Obwohl hier ging das mit dem Schwimmen. Ich hatte vor kurzem wieder ein Spiel gespielt, da war das Schwimmen wieder richtig ekelhaft. Was war das denn? The Witcher. The Witcher ist so ein gutes Spiel, aber sobald man vom Charakter fordert, dass er wirklich schwimmt und unter Wasser halt auch Aktionen ausführt, wie zum Beispiel Sachen untersuchen, ein absolutes No-Go. So. Ah, voll in die Fresse. Scheiße. Ah, gut.
Sehr schön. Ja, ich will nicht wissen, was hier in dieser Kiste drin ist. Ist das ein Shanty gewesen oder ist das... Ach, das war ein Manuskript? Sehr gut. So, hier haben wir auch was liegen. Oh, das ist wahrscheinlich wieder eine Geldkiste. Aber ich nehme es trotzdem mit, komm. Was wir haben, das haben wir. Porzellan. Ja, gut. Das ist Geld, aber... da ich mir immer noch nicht sicher bin, wie viel wir eventuell tatsächlich noch an Geld brauchen werden. Ja, das hat sich ja voll gelohnt, diesen Piraten zu holen, wa? Super. Tja, tut mir leid, da kann ich... Soll ich dir aufhelfen? Soll ich dir aufhelfen? Komm. Naja, mal gucken, was du dabei hattest. Vielleicht hast du hier irgendwas dabei gehabt, was dich ausweist als Person. Dann lasse ich deine Frau oder deine Familie wissen, was mit dir passiert ist. Da bin ich doch... Okay, da bin ich Pirat genug, um zugeben zu müssen, dass ich das wahrscheinlich doch nicht mache. Ich gebe zu, ich habe hauptsächlich nach Pfeilen gesucht. Ach man. Also im Vorsehen die nicht. Wo sind die denn jetzt so wieder? Solange wie die sich auf der Insel befinden, möchte ich Anne für sich auf Schnellreise. An den Händen dieses Piraten! Schnellreisefunktion verzichten. Sag mal! Oh ja, genau. Ach, leck mich doch, da kann ich auch abhauen. Das ist... Entweder schneide ich das Seil durch oder ich lasse es. Wirklich. Mann. Also da erwarte ich doch schon ein bisschen, dass das ein bisschen intelligenter gelöst wird. Wenn ich direkt neben diesen Typen stehe, der unter anderem dann ja auch schon glänzend hervorgehoben ist. Dass ich dann halt auch den entsprechenden Move mache. Was soll das denn? Mann. Ernsthaft? Wo sitzt die denn jetzt? Ah, hier. Tja, mein Freund, dein Schiff nehmen wir, ne? Ich hoffe, das ist dir bewusst. Meins jagen wir nicht hoch. Der Commodore ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend. Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Ja, das dürfte doch jetzt eine für sich nicht das Problem sein, oder? So ein paar Rotröcke auf dem Schiff? Das machen wir jetzt alles nicht zum ersten Mal. Und nach komme ich auch wieder rein, was so ein bisschen das Handling gerade mit so der Kontertaste betrifft. Wie gesagt, dafür ist es jetzt wieder ein paar Tage her, dann muss ich mich so ein bisschen wieder an die Steuerung gewöhnen. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Lehnsegel! Schiffe mit Mörsern versenken. Mast und Topsegel bergen! Holt alles bis aufs Hauptsegel reffen! Ja, dann zeig mir mal an, von wo die kommen. Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Okay, alles klar. Runde los! Komm, rein. Feuer! Triff sie dort, Sir! Es wird sie versenken! Ich gehe am Tor zur Hölle! Komm schon! Bereit zu feuern! Sind bereit, Sir! Ein dickes Feuer! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Sehr gut. Und? Hä? Ach, von da kommen sie. Feuer! Und schön die Kanonen. Ihre Schwachstelle ist umgeschützt! Ein Wrack mehr! Achtung, Edward! Feuer! Getroffen, Captain! Feuer! Da könnt ihr mehrere treffen! Feuer! Wir stehen am Tor zur Hölle! Steht? Hä? Da hinten. So. Feuer! Ich meine, drei Schiffe mit Mörser, das ist ja hiermit erledigt.
Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Ich versuch's.